Hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Individuell unterwegs. Ich bin der Chris und ich bin heute mal wieder unterwegs und zwar auf den Peilstein bei Alland. Und das Ganze wird eine ca. 6 Kilometer lange Tour mit ungefähr 300 Höhenmetern und es sind auch zwei Klettersteige dabei. Schwierigkeitsgrad B bis C und zwar einmal der Klettersteig über die Couloir-Stiege und zum anderen der Peilstein-Klettersteig, der erste der beiden Klettersteige, die hier eröffnet worden sind. Ja, die Tour geht dann weiter über die über das Peilsteinhaus, wieder hinunter in Richtung Holzschlag, wo ich das Auto stehen habe. Aber nicht direkt in die Ortschaft, sondern hinten noch ein Stück weiter über einen zweiten Berg und dann erst zurück nach Holzschlag, sodass ich dann auf insgesamt ca. 6 Kilometer komme. Die Klettersteige, die Couloir-Stiege liegt bei ca. 60 Höhenmetern vertikaler Differenz und der Peilstein-Klettersteig bewegt sich auch so in der Größenordnung, ist allerdings von den eigentlichen Kletterpartien her deutlich kürzer und die Kletterpassagen haben auch eine deutlich geringere Höhendifferenz. Ja, ich bin jetzt schon unterwegs zu den Klettersteigen hin. Ich bin jetzt seit ca. 10 Minuten da jetzt im Wald heraus. Es ist ein super schöner Tag heute. Es ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint, wir haben so, ich schätze mal so 6-7 Grad plus. Ihr seht, ich gehe sogar nur mit dem kurzen Wool-T-Shirt von Woolpower. Reicht, solange man sich bewegt, vollkommen aus. Ist überhaupt kein Thema. Es ist nahezu windstill. Ich habe natürlich noch meine Wind- und Regenjacke mit. Ich habe noch meine Wollweste mit für den Fall der Fälle. Aber von der Wettervorhersage soll es trocken bleiben. Es soll auch vom Wind her praktisch windstill bleiben. Und die Tageshöchsttemperaturen gehen so auf 13 bis 15 Grad heute hoch. Mal schauen, es ist jetzt kurz nach 10 Uhr. Und ja, ich genieße hier wirklich das Wetter. Ich war letzte Woche hier schon unterwegs. Allerdings hat es irrsinnig stark geregnet. Der Wind, es waren Sturmböen. Es hat echt keinen Spaß gemacht. Ich habe die Tour dann auch verkürzt. Bin auch die Klettersteige nicht gegangen, weil es einfach viel zu gefährlich gewesen wäre, weil alles nass und rutschig war. Deswegen gab es letzte Woche auch kein Video dazu, aber heute bin ich unterwegs, heute passt es voll, es ist trocken gewesen auch die letzten Tage und von dem her sollte das heute richtig gut werden. Ja, und bevor ich euch da jetzt noch weiter vollquassel, würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal weiter, gehe zu den Klettersteigen. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach mit. Ja, ich bin jetzt am ersten Wegweiser zu den Klettersteigen und wir gehen jetzt als erstes hier zur Couloir-Stiege. Ich werde dann den Klettersteig hochgehen, nochmal eine Runde und komme dann von da drüben wieder zurück. Und dann geht's auf den Matterhorn-Klettersteig. Das ist dann der zweite, die Matterhorn-Stiege. Aber jetzt mal zunächst auf die Couloir-Stiege. Ja, und da ist auch schon die Felswand. Ihr seht da
da rechts diese Felsnadel. Und da dahinter, gegenüber von dieser Felsnadel, geht dann hinter dem Felsen der Klettersteig hoch. So, ich bin jetzt an der Wand angekommen, an der Kolorstiege, die liegt da hinter mir. Und da bei der weißen Tafel ist der Einstieg. Dann geht es zwischen den beiden Felsen hoch. Ich zeige euch das nachher noch ein bisschen genauer. Aber ich werde es erstmal auf die GoPro umstellen, das Smartphone wegpacken und dann mein ganzes Kletterzeug anziehen. Klettergurt, Helm, Handschuhe. Dann zeige ich euch noch ein bisschen den Klettersteig. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir einfach mal los. Also da den Einstieg in den Klettersteig Kolorstiege. Das Ganze geht dann davor, den Seil entlang hoch und dann da zwischen den beiden Felsen durch, da wo die Bäume oben sind, dort ist dann der Ausstieg und dann geht es links rüber Richtung Gipfelkreuz und Feilsteinhaus. Ja, und ich montiere jetzt mal die Kamera auf den Helm und dann geht's los. Ja, bevor es losgeht, wollte ich euch noch was zeigen. Ich habe nämlich noch zu meinem Klettersteig was dazu gekauft, und zwar diese Bandschlinge. Ich hoffe, ihr seht das. Und einen HMS-Karabiner, mit dem ich mich theoretisch sogar abseilen könnte. Mit einem entsprechenden Halbmastschlagknoten. Und das ist einfach dafür da, damit ich mich am Klettersteig, wenn ich filmen will oder fotografieren will oder mich einfach ausrasten will, kann ich mich mit dem Karabiner in das Seil einhängen und dann hänge ich an dem Seil gesichert, zusätzlich natürlich immer noch am Klettersteig-Set, aber dann habe ich meine Hände frei und kann mich einfach ausrasten, kann mich in das Seil lehnen, weil da kann ich mich wirklich dranhängen. Die Bandschlaufe hat eine Bruchlast von 22 kN, hält mich also locker aus. Und ja, das möchte ich heute zwischendurch ausprobieren. Das werde ich euch sicherlich dann zwischendurch mal zeigen.
Ja, ich bin jetzt am Ausstieg der Couloir-Stiege. Habe den Klettersteig also erfolgreich hinter mich gebracht. Und ja, muss sagen, ist schon etwas anspruchsvoller als der Mödlinger Klettersteig, obwohl er eigentlich den gleichen Schwierigkeitsgrad hat, vom Maximallevel her. Aber insgesamt die Gesamtdauer oder die über den gesamten Streckenverlauf ist die Couloir-Stiege schon anspruchsvoller, allerdings deutlich kürzer von der Strecke her, also deutlich schneller zum Durchklettern. Ich bin das jetzt sehr gemütlich gegangen, weil ich noch Ausblick genießen wollte und so weiter. Also ich denke, wenn man es zügig durchklettert, dann mal ist man in, schätze mal, so 15 bis 20 Minuten durch. Ich habe jetzt sicherlich etwas länger gebraucht, aber ich habe auch noch ein paar Sachen ausprobiert, habe auch die Bandschlinge mit dem HMS-Karabiner getestet. Funktioniert sehr gut, gefällt mir. Ja, ist wirklich schön, kann man sich richtig schön reinhängen, ausrasten. Ist richtig gut. Fand ich schön. Und ja, traumhaftes Panorama, immer noch traumhaftes Wetter. Echt genial. Und ich habe vorher gesagt, ich gehe jetzt Richtung Gipfel und Peilsteinhaus weiter. Ich habe mir aber überlegt, ich möchte nicht zweimal dieselbe Strecke gehen. Das heißt, ich werde jetzt auf die rechte Seite runtergehen, um die Wand herum, da wo ich letzte Woche hochgegangen bin, und werde dann nochmal zu den auf den Peilstein-Klettersteig einsteigen, werde dann auch noch hochgehen, da ist dann noch eine Höhle, auch noch zwischen den beiden Kletterabschnitten, die möchte ich mir auch noch anschauen, und irgendwo liegt dann auch noch ein Geocache, mal schauen, vielleicht finden wir den auch noch. Aber jetzt geht es erstmal wieder runter. So, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder über den Wandfußsteig über die Abkürzung Zinnkessel, oder ich könnte nach hinten weitergehen, den normalen Wandfußsteig. Den normalen bin ich letzte Woche hochgegangen, kenne ich also schon. Also werde ich mir heute, nachdem es trocken ist, die Abkürzung über den Zinnenkessel anschauen. Ja, mal schauen, wie die so ist. So, da könnten wir jetzt noch vorgehen zu einem kleinen Aussichtsfelsen da vorne und da nach unten. Da geht dann der Steig runter. Ich werde mir aber jetzt vorher noch die Aussicht anschauen. Kommt doch einfach mit. Ja, es war eine gute Entscheidung, dass ich da den Wandfußsteig, die Abkürzung über den Zinnkessel nehme. Schaut mal, was ich da gefunden habe. Thank you.
So, ich bin da am Einstieg zur Matterhornstiege. Da oben habt ihr das Schild zum Klettersteig und das Seil. Jetzt geht es dann da hoch durch die Felsen durch. Und ja, der Weg daher war jetzt ziemlich anstrengend, weil es ziemlich steil runtergegangen ist, was ein bisschen immer auf mein rechtes Knie geht. Das heißt, ich werde mich jetzt noch ein bisschen ausrasten, bevor ich mich dann auf den Weg hoch mache. Ich habe jetzt auch kurz schon am GPS geschaut. Ich habe jetzt aktuell um die 3 Kilometer in etwa schon zurückgelegt. Ich glaube, dass das aber ein bisschen zu viel ist. Wahrscheinlich durch die vielen Standzeiten beim Filmen und so. Das wird nicht ganz stimmen. Also ich schätze mal, ich bin so bei 2, 2,5. Ja, aber jetzt geht es auf jeden Fall dann mal hoch. Und dann werden wir zwischen den beiden Abschnitten von dem Klettersteig schauen, ob ich die Höhle finde. Und dann schauen wir mal, wo der Cache liegt. Also dann, bis gleich.
Ja, Leute, ich bin jetzt am Gipfel von Peilstein. Auch der zweite Klettersteig war sehr, sehr schön, aber deutlich einfacher, meiner Meinung nach, wie die Couloir-Stiege, obwohl sie beide mit B bis C gewertet sind. Aber ich finde, also gerade der zweite Abschnitt da jetzt hoch am Peilstein-Kletterweg, also A bis B maximal, meiner Meinung nach. Da sind sehr viele Eisenstiegen, Trittstufen und so weiter drinnen. Also den zweiten Abschnitt würde ich echt nur mit A bis maximal B bewerten. Der untere Abschnitt ist, ja, B, würde ich sagen. Ich würde ihn nicht auf B bis C einstufen. Die Couloir-Stiege schon, definitiv. Aber insgesamt beide Klettersteige wirklich super schön. Ich bin auch an der Höhle vorbeigekommen, die ich vorher erwähnt habe. Allerdings ist es keine wirkliche Höhle, sondern es ist die sogenannte Teufelsbadstube. Das ist eine Halbhöhle, nicht allzu groß. Außerdem hat die Bergrettung dort gerade eine Übung gemacht. Also bin ich dann weiter, bin in die Höhle nicht rein. Weil, ja, wie gesagt, das ist nur ein, ja, im Prinzip eine Felsnische. Recht viel mehr ist es nicht. Darum habe ich da dann noch keine Aufnahmen gemacht. So spektakulär finde ich, war sie nicht. Ja, ich gehe jetzt dann noch ein Stück zurück, da oben am Grat des Peilstein, weil ich versuchen will, den Cache noch zu finden. Mal schauen, ob mir das gelingt. Und die Tour an sich geht dann in dieser Richtung weiter, über das Peilsteinhaus, was da direkt vor mir ist. Und dann da hinten runter und über den zweiten Hügel dort drüber und dann die Runde wieder zurück nach Holzschlag. Ja, das Wetter nach wie vor wunderschön. Es ist jetzt schon relativ spät geworden, glaube ich. Wir sind jetzt schon kurz nach 12. Ich schaue jetzt mal ganz schnell am GPS auf die Uhrzeit. Ja, wir sind schon bei 13:30 schon vorbei. Also es ist schon ziemlich spät. Bin schon relativ lange unterwegs, obwohl ich eigentlich noch nicht viel Distanz gemacht habe. Aber es liegt einfach daran, dass ich das alles sehr, sehr gemütlich mache heute. Auch relativ viel filme, tatsächlich. Ja, und mir einfach Zeit nehmen, die Natur zu genießen, das schöne Wetter zu genießen. Es ist wirklich traumhaft schön heute, dafür, dass wir jetzt den 25. März haben, 2017. Aber es ist, wie gesagt, ich sitze jetzt da im T-Shirt, in der Sonne, blauer Himmel, traumhaftes Wetter, angenehm warm, einfach herrlich. Also ich habe heute den ganzen Tag echt nur das T-Shirt angehabt, keine Jacke, keine Weste, gar nichts. Es war beim Weggehen ein bisschen frisch, aber war okay, solange man sich bewegt hat. Und jetzt ist wirklich super schön warm und traumhaft die Vögel. Die Hummeln fliegen schon. Eidechse habe ich schon gesehen, eine Feldmaus. Ja, die Natur erwacht wieder, es wird Frühling. Man sieht es auch, die Sträucher blühen. Es kommt jetzt alles schön langsam. Herrlich. Richtig schön. Ja. Ich will mich jetzt nicht mehr allzu lange hier aufhalten, werde ich jetzt dann noch kurz den Ausblick zeigen vom Gipfel und dann geht es weiter in Richtung Geocache, mal schauen, ob ich den finde und ja, wenn ihr Lust habt, kommt einfach wieder mit.
jetzt wieder zurück beim Auto. Bin jetzt mit meiner Tour fertig. War jetzt noch bei einer Ruine zwischendurch. Und ja, war super schön. Hat viel Spaß gemacht. War ein super geiler Tag heute. Es ist schon relativ spät geworden. Ich glaube so um 5 herum oder so. Aber es war ein geiler Tag. Super, echt traumhaftes Wetter und zwei Klettersteige, die echt schön waren. Und auch so nicht übermäßig viel los. Es hat sich gut verlaufen. Waren schon viele Leute unterwegs, was ich so gesehen habe, auch an den Autos, die da stehen. Aber es hat sich richtig gut verlaufen. War echt gut. Es war nur ein Peilsteinhaus. Oben war natürlich relativ viel los. Und ja, bei der Ruine waren dann auch noch ein paar Leute. Das war aber auch nicht so dramatisch. Aber naja, war ganz gut und hat Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch auch. Und ja, ich tue es gar nicht mehr viel herum, sondern lass es einfach mal gut sein, lass die Eindrücke wirken. Und ja, verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und ja, wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass es rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.